So, ich habe mir meine Parts vorher dann nochmal kurz angeschaut. Ich habe eigentlich jetzt direkt weitergemacht und meine Externe angeschlossen, Zielfahrt geändert und ja, jetzt habe ich deutlich mehr Speicherplatz, 300 GB und so. Ich habe da eigentlich auch nicht viel drauf. Ich habe da nur meine Black Lagoon Folgen auf Deutsch und mehr ist da eigentlich nicht drauf. Müsste ich auch mal langsam gucken. Apropos Black Lagoon, apropos Anime, ich habe endlich eine Sammelbezeichnung für Animes gefunden, die ich sehr gerne gucke und die eben nicht diesen ganzen, naja, Otaku-Scheiß in sich vereinen. Ich müsste eigentlich eine Sammelbezeichnung dafür mal finden. Also die ganze Mode, Zielgruppengerechte auf japanische, fetische, ausgerichtete Sachen da, ihr wisst schon. Wo sind Gegner? Ich suche Gegner, ich komme ja nicht durch. Wahrscheinlich muss ich weitergehen. Und zwar heißen diese Animes Seinen, also Zielgruppe ist es ungefähr erwachsene Männer zwischen 18 bis 30 Jahren oder so. Und ja, und es geht halt viel um, ja, um erwachsenere Inhalte, sagen wir mal. Um Gewalt, zwar auch um Sex, aber eben nicht um, ihr wisst schon, nicht um so eine Art, ja, wie soll ich sagen, nicht um eine Art Yaoi, also kein, guck mal, ich hab Brüste, Yaoi-Dingsbums. Ach, Yaoi doch nicht, hier, wie hieß das denn nochmal, dieses, Edgy, genau. Nicht um so ein Edgy-Scheiß, was regt mich ja am meisten auf, so an Animes. Weil dafür schaue ich sowas nicht, ganz ehrlich. Aber es gibt genug Leute, die sowas schauen, deswegen, okay, ist ja auch okay, ich meine, jeder hat andere Vorlieben, in Anführungsstrichen. So, ich muss wohl anscheinend erstmal nach links, weil der Typ sagt mir dann wahrscheinlich, dass der Lift wieder geht und ich kann den Lift benutzen. Apropos, bei dem Anhören der Aufnahmen, ich hoffe nicht, dass der Sound irgendwie zu laut ist oder so. Denn, ich weiß nicht, zwar hört man meine Stimme zwar gut, aber wenn ich ein bisschen leiser rede manchmal, ich kann ja nicht immer ständig so laut reden, dann kann es ja auch mal gut passieren, dass, ja, dass man meine Stimme nicht mehr so gut hört. Die Musik überhand gewinnt, die ja auch wirklich schön ist, aber ja, es klingt halt nicht mehr so schön, wenn meine Stimme dann so leise vor sich her dümpelt. Okay. Okay. Are you okay? I can't believe this. Ich meine, das könnt ihr auch selbst übersetzen. Bist du okay? Ich kann das nicht glauben. Ihr seid gar nicht so schlecht. Ich bin Kunor vom Winddorf. Hey, du bist jetzt frei. Ach so, hier, du bist jetzt frei. Saved. Many thanks. You're welcome. Yippie, yikes, bla. Also, es ist so übliches... Obwohl, der sagt jetzt nochmal was zur Story. Der wird ja nicht einfach so hingesetzt, wisst ihr? Ich bin der Wächter von Gondola. Jetzt arbeitet... Ach, ich bin der Wächter von Gondola. Ich bin der Wächter der Gondel. Die Gondola... Gondel... Pff, arbeitet jetzt... oh Gott. Hey, vielen Dank. Oh, da ist da wieder der Joker. Und spioniert uns aus. Ah, diese nervigen... diese nervigen Gören schon wieder. Sie lassen mir keine Wahl. Okay, Leute. Macht sicher, dass der Schlüssel zur Tür ebenso gut versteckt wird. Was denn ebenso gut? Ja, steh nicht einfach hier. Wir hatten einen langen Trip. Pass auf, ja, danke, bleiben. Eine lange Reise liegt vor uns, glaube ich. So ist das gemeint. So. Yay. Gut. Die Arachnoiden wieder. Oh. Spring. Okay. Ich frage mich, was es bringen soll. Er hat gleichzeitig ein Schild und springt. Naja. Man hat eben mehrere Gegnerarten einfach mal so kombiniert. Ja. Kann man machen. Aber so gänzlich neue Gegner wird auch schön. Es geht ja nicht um viele Gegner bekämpfen und... Oh, ich hoffe, das ist nur ein Secret-Bereich. Ich will ja jetzt nicht einfach plötzlich... Es sieht zumindest nach einem Secret-Bereich aus. Also, das ist hier ein Dach. Ah, gut, weil ich will ja hier nicht irgendwelche Bonusse verpassen. Ach, komm. Ja, dieses Werfen mit dem Ring und so hat man nach kurzer Zeit schon drauf. Bis dahin ist es dann auch kein Ding mehr. Also so richtig krasse Rätsel hat das ja jetzt nicht gehabt mit diesen Sachen. Da werden die GBA-Ableger wohl eher was für, weil die haben sich eher puzzleartig gespielt. Weil ich fand die rein storytechnisch und die Musik und alles so, da waren die doch eher so, ja, hat man schon gemerkt, da waren andere Leute am Werk, waren Spin-off, hat man nicht so ernst genommen. Story auch sehr hanebüchen. Ah ja, gut. Übrigens, der Schlüssel ist so gut versteckt, da wir haben den Schlüssel schon, ey. Habe ich jetzt gar nicht mal so dran... danach gedacht, bei meinem ganzen Gelaber. Was sie vielleicht hätten machen sollen, um das Ganze schwieriger zu machen, dass man eben kein halbes Herz hat, dass man getroffen wird, sondern tatsächlich nur 3 Leben hat. Wie im GBA-Ableger, den ich immer wieder zitieren muss. Ich würde ja gerne einen PS2-Nachfolger zitieren, den ich leider echt nur
kurz gespielt habe. Muss ich mir irgendwann mal kaufen. Der soll nämlich noch um einiges besser sein. Hat jedenfalls wieder so eine nette Story, schöne Musik. Steuert sich erstklassig, ist abwechslungsreicher. Man kann die Level auch nochmal spielen. Perfetto einfach. Und dabei geht es ja noch nicht mehr darum, den Schwierigkeitsgrad. Klar, die spielen sich jetzt nicht vom Schwierigkeitsgrad das Gelbe vom Ei. Aber dennoch, das zeigt mir doch sehr gut, dass ein Jump'n'Run auch ohne hohen Schwierigkeitsgrad noch lustig sein kann. Anders als so ein New Super Mario Bros. Apropos das, ich glaube, ich habe letztens noch einen Jump'n'Run gespielt. Ich versuche mich daran zu erinnern. Da ich genau das Ähnliche gedacht, so. Also, dass ein Jump'n'Run gar nicht so wirklich schwierig sein muss. Und trotzdem total überzeugen kann. Ich überlege gerade, was das ist, weil viele Jump'n'Runs langweilen mich einfach zu Tode. Viele werden ja auch echt erstklassig bewertet. Aber ich habe schon so vieles gespielt, da wird es schwieriger. Zum Beispiel hat mich auch Rayman Origins nicht so vollends überzeugen können, wie so viele eigentlich. Gerade im Vergleich mit anderen Rayman-Teilen. Ich glaube, es war ein älteres Spiel. Ach Gott, ich überlege gerade. Ah, okay, wenn es mir einfällt, will ich sagen. Jetzt fällt es mir ein, und zwar, das Spiel heißt Drilldozer für den GBA und ist auch nur in Amerika erschienen. Das hatte so eine Art Wumble-Pack, wo wenn man, es geht ums Bohren, sag ich mal so. Und wenn man da eben bohrt, dann vibriert das ganze, vibriert der ganze Gameboy. Ich habe es noch auf dem Emulator gespielt, deswegen kann ich nicht sagen, wie sich das anfühlt, weil man sehr oft bohren muss. Es ist halt ein Jump'n'Run, wo man in so einem Dozer drin sitzt und... Vielleicht kennt ihr den Charakter ja sogar. Und zwar ist es Jill aus Smash Bros. Das ist irgend so ein kleines, pinkhaariges Mädchen. An und sich ist die ganze Aufmachung, ja, sehr kindgetreu. Aber das eigentliche Spiel an sich, so einfach es auch war, hatte so viele geniale Ideen, das war echt nicht gut. Da war es mir sogar egal, dass es viel zu einfach war. Da dachte ich mir halt wieder, ey, das ist super. Und das war von den Pokémon-Machern, das Spiel. Auch mal was Besonderes, weil die haben ja nicht so viele Spiele außer Pokémon gemacht. Auf dem Sega hatten die noch was gemacht. Ich weiß nicht, wie der hieß, aber gut. Auf dem Sega Genesis. Sega Mega Drive. Oh, schau mal. Schau mal. Ich bin so gut wie tot. Aber nein, ich ergebe mich nicht. Und die Checkpoints sind sehr nah beieinander, deswegen gehe ich mal davon aus, wieder hier zu starten. Ja, ich muss mal schon zwischendurch trinken. Naja, okay, immerhin kann ich schon mal mit Verlaub feststellen, dass mein Leben immerhin nicht steigt. Ich habe immer noch 8 Leben. Das war schon beim letzten Mal, als ich hingeguckt habe. Komm her! Ja. Kommt doch her, ihr. So. Ich steuere das Ganze mit einem Analogstick. Hätte ich mal anders einstellen sollen. Die meisten PS1 Spiele spielt man halt mit einem Analogstick, ne? Dass ich da schon wieder abkacke. Ja, ich konzentriere mich jetzt ein bisschen mehr. Ich fände es ja viel besser... Ne, das ist das Lustige. Ausgerechnet beim Super Nintendo Emulator, der erkennt dann die Eingaben mit dem Steuerkreuz gleichzeitig als Analogstick-Eingaben. Gerade da, wo man keinen Analogstick braucht. Und weswegen mich der Swishold immer total abfuckt, wenn ich ihn mit Jump'n'Run spiele. Das ist echt mies. Naja. Das sind aber auch schon nervige Viecher, also dass man die da erwischen kann. Gut. Oh, Trampolin. Ah, der ist fast schon wieder runtergefallen. Ja, was ich ein bisschen erwarte, ich hatte ein paar kniffligere Jump'n'Run-Passagen, so ein bisschen. Ist ja zurzeit echt noch ziemlich easy peasy. Okay, da komme ich nicht hoch. Und an dem komme ich nicht vorbei. Wie kriege ich den denn? Ah, okay, das ist schon ein bisschen rätsellastig. Die muss ich etwa zurückgehen. Oh Gott. Ach ja, also da ist ja noch einer gewesen. Ich dachte, du müsstest dir diese komischen... Schalentiere einsammeln. So. Oh, da komme ich nicht durch. Okay, das hat schon ein bisschen Rätselcharakter. Freut mich doch. Ach, wie man schon Dinge in weiter Ferne sieht. Immer dieses 2,5D. Ach, wie schön. Kann den überhaupt irgendwie Schaden anrichten, diesen Dingern? Da, man kann sich auch die Gegner tatsächlich aus dem Hintergrund schnappen.
Und ja, mir scheint so, dass die beim Level so die Thematik gemacht haben, dass man besonders oft Schlüssel einsammeln muss. Go, go. Also erstmal das hier. Ich glaube, das ist auch nur ein Bonusbereich. Yep. Was heißt hier nur? Ich will ja alle Bonusbereiche abgrasen. Das ist, obwohl ich das schon längst nicht mehr kann. Ja. Okay, Leben. Ne? Nett. So, warte mal. Bin ich so ein Ding? Gegen deren Maskenschleuder fallen die dann ab und ich kann die dann auch so aufnehmen, diese blauen Viecher? Ja. Woher weiß ich das? Bin Genie. Komm, lass ich das mal lieber. Ich merke schon, meine Kommen... Also mal, mir fehlt langsam die Fähigkeit, abwechslungsreich zu kombinieren. Ach, kombinieren, kommentieren, da merkt man schon. So, dass ich mir gleich mal eine Pause gönnen sollte. Oder vielleicht erstmal für heute aufhören sollen. Das Lustige ist ja, ich bin um 4 Uhr aufgewacht. Ja, ich bin um 4 Uhr aufgewacht. Und spiele jetzt so bis... Hab jetzt bis 6 Uhr Let's Played. Geil, also ich bin schon im Dunkeln aufgewacht oder es war schon am Dunkel werden. Eigentlich lebe ich fast immer in der Dunkelheit, das ist das Lustige. Wir haben jetzt das Ende der Ferienzeit. Und also direkt Sonntag und ich fange an mit Let's Playen. Ist ja die beste Zeit, wo man direkt anfangen kann, wa? Ich hätte in den Ferien so viel machen können, aber nein. Tatsächlich, aber ich habe ja schon die Gründe genannt, warum das echt nicht ging. Also nicht nur Headset, sondern tatsächlich hat man nicht so oft die Gelegenheit. Echt schade, ein bisschen. Und nein, natürlich weiß niemand, dass ich Let's Play, weil die einfach zu blöd sind. Wenn die sagen, die hören Stimmen, dann glauben die, ich führe Selbstgespräche. Aber die würden niemals darauf kommen, dass man mit der heutigen Technologie Stimmen aufnehmen könnte, die im Internet veröffentlicht könnte. Geil, oder? Aber egal, meine Mutter möchte ja auch Fernsehen sehen. Solange ich sie dabei nicht störe, ist ja alles egal. Alles. Oh, erinnert mich auch an Pandemonium mit der Gondel. Naja, ist nicht spezielles. Das kann an so viele Spiele erinnern. Das ist aber ein bisschen schwer, weil ich mir fällt schwer, die Perspektive einzuschätzen, Leute. So, einen Bonusgegenstand brauche ich doch noch. Okay, das wird ja wohl gehen. Yay! Wow! Das ist aber cool gemacht. So rein optisch. Oh Gott, jetzt hört auf! Jo. Perfekt. Und wir merken, so langsam lichtet sich der Dschungel. Wir kommen in, ja, Gebäudetypen. Ab hier ist auch so die Stelle, wo ich nicht mehr so viel vom Spiel weiß. Ja. Ich wollte schon wieder irgendwas sagen. Passiert oft genug. Ich mache jetzt, denke ich mal, noch dieses Level und dann ist erstmal, ja. Dann sollte ich mir erstmal eine Pause gönnen, ne? Ich meine, immerhin merkt man ja schon, dass es ein bisschen anzieht vom Schwierigkeitsgrad, aber echt nur ganz leicht. Aber meine Leben, na, die steigen zumindest nicht allzu stark. Ich hasse es immer, wenn ich beim Jump-Runner auch immer 80 Leben so später habe und mir denke, was soll der Scheiße? Wie geht denn jetzt hier weiter? Moment! Achso, ich muss das Trampolin benutzen und dann ihn benutzen. Oh, Rätsel, Rätsel. Naja. Fällt es ein bisschen schwer, das Trampolin zu benutzen, während man die Dinger benutzt. Man muss ja A im richtigen Moment drücken. So, der verbirgt anscheinend einen Schalter, wie man sieht. Aber Schalter kann man ja nur aktivieren, wenn man die mit dem Ring berührt, oder etwa nicht. Oder kann man die auch mit Gegnern aktivieren? Alter! Okay, dann. Und ich werde immer noch ein bisschen hibbelig, weil ich immer noch nicht den letzten Bonus... Gegenstand habe! Ach, warum lässt ihr mich dann auch da lang gehen? Jetzt muss ich die ganze Passage nochmal machen. Ach, was soll's. Ich will ja... Ich überlege ja währenddessen die ganze Zeit, was ich sagen wollte. Nach genauem Urteil. Irgendwas zu einem Game oder so? Ich weiß es nicht. Ich könnte zwar erwähnen, das wollte ich zwar nicht sagen, dass ich mir jetzt, dass ich jetzt Kid Icarus spiele zur Zeit auf dem 3DS.
Und es ist echt Hammer, das Spiel. Also, als ich Kid Icarus Let's Played habe, war ich ja ein bisschen skeptisch. Was das betrifft, so Uprising, sieht ein bisschen aus wie Kingdom Hearts. Ja, ich habe ja tatsächlich mit Kingdom Hearts verglichen. Was einfach nur daran lag, ja, man hat halt zigtausend Waffen, das Kampfsystem ist halt so ein bisschen, wow, swaggy, man hat kein richtiges Trefferfeedback. Aber egal. Es steuert sich sehr gewöhnungsbedürftig. Aber das eigentliche Spiel ist so von Ideen vollgespickt. Also wirklich vom Umfang, vom Witz und Charme. Alter, ich habe schon genug anderen Leuten davon vorgeschwärmt. Da möchte ich jetzt nicht noch ein Let's Play anfangen. Aber es ist wirklich hammergeil. Also mein Spiel des Jahres. Neben so bestimmten anderen gewissen Titeln. Die wahrscheinlich nicht jeder als Spiel des Jahres drauf hat. Aber gut. Aber den meisten hörst du ja immer Far Cry 3. Gibt es noch so richtig krasses, was rausgekommen ist? Dieses Jahr eigentlich so weniger was für ein Blockbuster-Titel, ne? Was hier, Dishonored ist rausgekommen für viele. Assassin's Creed 3, natürlich, wie konnte ich das vergessen? Mass Effect 3. Alles nicht mehr so mein Ding. Es ist eine Sackgasse, Klonor. Ups. Ne? Du. Yippie. Warum sagt der Yippie, bitteschön? Keine Sorge, das ist einfach nur vor... Oh, danke. Das hat er mir sogar erklärt. Und warum haben die Gabeln als Waffe? Das sind ja wohl ganz klar Gabeln. Ich verstehe. Yippie. Wir wollen zu Grannys Platz. Was? Ihr seid nach Granny her? Nein, nicht wir. Gut. Grannys Haus ist übernommen worden. Wir wurden rausgeschmissen. Übernommen? Wir waren zu spät. Nein, vielleicht noch nicht. Wollt ihr gehen? Es ist gefährlich, ist es. Also wir reden ein bisschen wie Yoda. Juhu! Dangerous it is. Get on it! Oh! Rettet Granny. Warte mal. Haltet euch fest, hat er gesagt. Gut. Ja, ist ja gut. Wir haben Vision 3.1 gelöscht und können jetzt Granny retten, aber dazu dann erst im nächsten Part. Eben noch abspeichern. Da ist eine schöne Dschungelwelt. Sieht tatsächlich so aus, als würde es nur vier Welten geben, aber nein. Man muss dann in alte Welten zurückkehren nochmal. Es scheinen plötzlich neue Welten am Himmel und was sonst noch so alles eben, ne? Aber Vision 3.2.1, das angehaltene Zahnrad. Das gestoppte Zahnrad klingt einfach besser. Ich möchte noch mal kurz wissen, wie das aussieht. Mehr nicht. Aha, ein Käfig. Aha. Oh, das sieht nach... Moment, das sieht ja richtig... Ach, das ist eine Bombe, wa? Okay, sieht ja nach sehr viel Rätselspaß und so weiter aus. Vielleicht fängt das Spiel jetzt langsam an Fahrt zu gewinnen. Wenn man schon ein bisschen weiter ist, erwartet man ja ein bisschen mehr Skill. Aber ob das wirklich so sein wird, das erfahren wir dann im nächsten Part von Klonoa. Bis dann.